Hallo, Woodworkers around the world. Ja, darf ich vorstellen? Also das hier ist meine selbstgeschusterte Werkbank. Da habe ich jetzt hier, ich habe es noch mit der Stichsäge versucht, ist das Brett natürlich oder das Blatt schief gelaufen. Naja, macht nichts. Ja, hier mein erster Versuch. Das sind Paletten, Hölzer. Die habe ich einfach mal ein bisschen mit meinem kleinen Hobel. Das ist der hier. Das ist ein Baumarkthobel. Irgendwie für 17 € zu haben, das Ding. Habe ich die mal so ein bisschen runtergehobelt und natürlich auch hier an der Seite ein bisschen gehobelt, um sie mal zusammen zu kleben. Ich habe natürlich keine großen Klemmen. Ich habe hier nur die kleine, die reicht gerade mal für ein so ein Brett. Also habe ich mir was einfallen lassen, auch bei YouTube gesehen. Ich habe mir so einen kleinen Ständer aufgebaut, hinten das Ding mit Schrauben befestigt. Vorne das Ding ordentlich rangedrückt und dann schräg zwei Schrauben reingedreht. Dafür ist das einzige Gerät, was ich hier noch mit Akku habe, ist natürlich mein Akkuschrauber. Den kann ich übrigens empfehlen. Hier, das ist der PS18 von Bosch. Das Ding hat gut Durchschlag und gefällt mir sehr gut. Ja. Also, das ist jetzt erstmal so zum Testen, wie leime ich was zusammen. Ich lege das hier mal auf meine kleine Testbox, auf meine Müllbox. Dann habe ich natürlich noch ein paar Leisten über. Und mein Werkzeug, ihr seht, das ist alles ein bisschen gebrauchter Mist. Wobei ist ja nicht schlecht, 90 Grad ist 90 Grad. Ja, eine kleine Säge, eine Box mit Bohrern. Ich habe leider noch keine Handbohrer, wünschte ich mir. Dann hier das Jig habe ich mir aus Amerika geholt. Das ist zum Schärfen für die Hobel. Und da haben wir auch schon meinen Problemhobel. Den guten hier. Das ist ein Metallhobel, in diesem Fall ein Arkon. Könnte sein, dass das sogar ein deutsches Produkt ist. Doppelteisen natürlich zum Abheben der Stängel. Und ich kriege das gute Ding hier. Ich kriege es einfach nicht scharf. Ich kann machen, was ich will. Sorry fürs Zittern. Ich mache das mal freihändig mit dem iPhone hier. Naja, gut. Also, am liebsten benutze ich natürlich den. Damit kann ich mittlerweile um. Dann nehme ich den kleinen Hammer und dann stelle ich ihn mir ein. Ja, eine Rückensäge, eine große. Da ist sie. Das ist dann so im Augenblick mein Werkzeug zum Sägen. Plus hier so eine 5 € eBay-Aktion. Aber ich weiß nicht, ob man das sieht. Die ist ja auch schon wieder fast stumpf hier, ne? Ja, kann man nicht sehen. Ist auch egal. Ja, das Ding da oben, absolut super billig. Die biegt sich schon. Das war irgendwie 1 € bei eBay. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Aber das Ding biegt sich überall durch, ne? Also, hier. Ne? Ja, gut. Das erstmal mein Werkzeug. Natürlich darf der nicht fehlen. Na, deutsches Markenprodukt, Pornal, haha. Gut, und hier so ein bisschen Schraubendreher, meine Handbohrer. Ich will irgendwann komplett auf Handbohrer umstellen, beziehungsweise auf die man so kurbelt. Dann von meiner Frau zu Weihnachten aus dem Aldi. Ha, naja, sehr gut. Gut genug sind sie. Den hatte ich noch. Das ist ein breiter. Und dann habe ich irgendwo noch einen liegen. Da unten ist er. Also da habe ich auch so mit dem Schärfen eigentlich nicht so das Problem. So, ja, das war so meine kleine Holzwerkstatt. Das war im Übrigen hier so mein erstes Projekt. Ne, damit ich ein bisschen was zum Reinhängen habe. Das ist mein zweites Projekt da oben. Das kleine Board. Ja, das Ding ist natürlich hier Schleifstein, Doppelschleifstein. Bisschen die Breite passt nicht. Also so richtig meine Hobelmesser machen damit ist nicht. Ja, und dann natürlich, ne, weil ich in meiner Werkbank keine Klemmen habe. Das ist eine Kübelplatte. Habe ich mir die typische Sägeauflage gebaut. Hobeln kann man damit auch. Also klar, wenn man ihn hinlegt, das Brettchen oben drauf. So. Und dann einfach mal seinen Hobel nimmt, den auf die Seite legt. Mit einer Hand das Brettchen festhalten und mit der anderen hier längs fahren. Und schon kann man sich einen 90-Grad-Winkel fertig hobeln. Ne? Ja. Soweit habe ich das denn schon gelernt von YouTube und so. Und ja, in diesem Falle, upsala, wir wollen das auch alles wieder wegstellen. Hier ist sowieso chaotisch genug.
möchte ich noch grüßen. Ne? Natürlich hier so Leute wie den Woodworker, aber der wird mich eh nicht verstehen. Aber ganz besonders grüßen möchte ich Upsala Uwe mit seinen hübschen, hübschen Projekten, die er da so macht, mit seinem Schränkchen und dem, dem Shellack-Polituren und jetzt sein Buch. Das finde ich affengeil. Das Ding ist echt affentittengeil. Uwe, mach weiter so. Ich bin mal gespannt, was jetzt mit deinen aktuellen Schränkchen so wird. Naja, wir werden sehen. Ja, Firma hilft die, ne? Hätte ich natürlich gerne Maschinen von. Würde ich gerne nutzen. Aber so die Grundidee meiner Werkstatt ist ja, tatsächlich cordless zu arbeiten. Und inwiefern ich das noch hinkriege, na, wir werden das sehen. Anstrengend genug ist es. Ach ja, da hier. Fine Set, ne? Auch Marke Aldi. Ja. Und mein Anreißmesser ist mittlerweile so ein kleines Giveaway hier. Das habe ich mir schön geschärft. Damit kann man richtig schön anreißen und dann passt das. Ja, das war mein Versuch zu Fuß einen Kreis zu machen. Hat da drauf geklebt. Da soll eigentlich hinter Kabel verschwinden. Das Ding soll dann so an die Decke ran. Da muss ich noch ein Loch an der Seite machen. Das Ganze muss noch geschliffen, bisschen poliert und dann geölt werden. Weil wir ja in der Küche eine Holzdecke haben, wollte ich natürlich nicht so ein Plastikding da, um die Kabel von der Affenschaukel zu oder verschwinden zu lassen, wollte ich so ein Teil natürlich aus Holz bauen. Ob das noch was wird, wir werden sehen. Ich mache es zwischendurch. Ja, natürlich hier auch was zum Saubermachen. Und ansonsten mit diesen ersten Impressionen, ich wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen.